Komplexität ist in meinen Augen nichts anderes als das pure, quietschfidele Leben. Man sieht, wenn man an Komplexität denkt, ist vor allen Dingen im Umgangssprachlichen heißt das eigentlich immer der Punkt, wenn irgendwas als komplex bezeichnet wird, ist es gleichbedeutend im Umgangssprachlichen mit schwierig, mit problematisch, mit gegebenenfalls sogar gefährlich, all das. Es ist ja ein wenig unscharf und ein wenig ungenau. Es ist selten, dass klar ist, dass wir eine ganz klare Trennung haben müssen und eine ganz klare Begriffsdefinition zwischen den zwei Wörtern komplex und kompliziert. Kompliziert, das, was planbar ist, was uns keine Überraschung bringt, was steuerbar ist und wo wir keine Subjektivität haben. Es ist ganz klar und logisch, was bei rumkommt. Unser lieber Kollege Liels, der zieht da immer das Beispiel einer Uhr aus der Tasche, die vielleicht in ihrem Inneren schwierig zu verstehen ist. Aber wenn man sie mal verstanden hat, wie so eine Uhr funktioniert, dann ist sie absolut vorhersagbar und es ist nichts Subjektives an der Sache. Sie zeigt eindeutig eine Zeit an. Wenn sie es nicht tut, ist sie kaputt. Demgegenüber haben wir eben das Komplexe. Und komplex heißt, es ist eine permanent diskontinuierliche Veränderung vorhanden. Es ist nicht vorhersehbar. Es ist damit nicht steuerbar. Und das macht das Ganze natürlich erstmal, ich will es mal so formulieren, interessant. Und ich würde euch an der Stelle mal einladen, das zusammenzutragen, was ihr in dem Intro-Talk schon besprochen habt und das einfach mit Post-its auf dem entsprechenden gelben Kasten oben links auf dem Muralboard eben einzutragen. Wieso oder wo ist Komplexität ein Problem? Ich bräuchte jetzt noch so Fahrstuhlmusik oder sowas für einen Hintergrund. Das war klar. Das war doch die Einladung. Ja, ich habe mich gewundert, wieso es so lange gedauert hat. Ja, ich musste noch einen Post-it schreiben. Hast du doch gesehen. Wenn es schnell gehen muss, wird Komplexität zur Komplexitätsfalle. Ah ja. Komplizierte Komplexität kann einem schon am Morgen die Sorgen... Regie, können wir das bitte rausnehmen? Nee, lass drin, komm. Wollen wir mal schauen, was wir rausschneiden? Ich gehe jetzt ganz schnell wieder in mein stilles Kämmerchen. Wunderbar. Da habt ihr viel zusammengetragen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann könnte man das durchaus so ein wenig sortieren in zwei Teile. In einmal Post-its, die durchaus die Komplexität als was Positives eben entsprechend ja bewerten, nenne ich es mal. Immer einen neuen Blick werfen beispielsweise. Also das finde ich zumindest ist positiv, wenn man immer einen neuen Blick drauf werfen darf, wenn man fit bleiben muss im Kopf und fit bleiben darf im Kopf. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch Post-its, die zeigen, dass wir Komplexität nicht unbedingt wirklich als was Positives erleben, wenn es zum Beispiel darum geht, Kontrollverlust eben zu erfahren, dass es nicht vorhersehbar ist, dass wir keine Wenn-Dann-Logik anwenden können. Wir haben also in unserer Sprache und in unserem Denken sehr viel drin, was ja der Komplexität, den Charakter eines Problems, eines ernsthaften Problems entsprechend zuschreibt. Und das finde ich ziemlich schade.
Die Frage ist erstmal, wie können wir überhaupt mit Komplexität umgehen? Das ist nun mal die erste Frage. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben ein komplexes System, eine komplexe Herausforderung, was auch immer, eine komplexe Fragestellung. Wie können wir damit umgehen? Das Problem ist nicht, dass irgendetwas komplex ist, sondern das Problem ist ja, wir gehen mit Komplexität falsch um. Und wenn wir etwas planen wollen, weil wir eben nur gewohnt sind zu planen, wenn wir nur gewohnt sind zu steuern, dann knallen wir halt gegen die Wand. Dann haben wir ziemlich schnell eine blutige Nase, weil das funktioniert einfach nicht. Weil wir oftmals in der Denke, in dieser Management-Denke, in dieser Planungs-, Steuerungs-, Control- und Command-Denke trotzdem hergehen, versuchen wir dann irgendwas mit der Komplexität zu machen. Meistens ist es so, dass wir, wie oft höre ich das, dass die Komplexität reduziert werden muss. Oder auch schon immer sehr nett, ja, wenn ich ein komplexes System habe, dann muss ich das analysieren. Heißt, ich muss es in die Einzelteile zerlegen und muss schauen, wie funktionieren die Einzelteile, um das gesamte System und das Zusammenspiel dann zu verstehen. Wenn man sich aber ganz genau mit kompliziert und komplex auseinandersetzt und mit den Systemwelten auseinandersetzt, wird man feststellen, Moment mal, da sind wir wieder in der Falle drin, weil ein komplexes System lässt sich nicht verstehen, indem ich es analysiere, in Einzelteile zerlege, die Einzelteile verstehe und dann verstehe, was da dann passiert. Das geht nur und ausschließlich in komplizierten Systemen. Damit wird die komplexe Welt noch ungeheurer für uns, noch schreckhafter, wie ein Schreckgespenst im normalen Businessleben. Und so beschreiben wir sie auch. Muss reduziert werden, ne? Weil Komplexität ist schlecht. Also müssen wir sie reduzieren. Die Frage ist, was ist Komplexität eigentlich? Komplexität ist in meinen Augen nichts anderes als das pure, quietschfidele Leben. Alles, was Leben ist, alles, was zu dem Begriff Leben gehört, das ist das, was pure Komplexität darstellt. Wir sehen das nur nicht so. Und wir haben einen Blick auf Komplexität, der ist so ein bisschen, manchmal ein bisschen technokratisch, manchmal ein bisschen schräg, manchmal einfach sehr negativ. Ich habe mir den Spaß gemacht und bin mal zu Google gegangen. Ich teile euch mal den Bildschirm dazu und habe mal Bildersuche Complexity. Und was wir da bekommen, ist einfach oftmals eben ein Durcheinander, irgendwas Unsortiertes, irgendwas Komisches. An anderer Stelle habe ich sogar Bilder gesehen, da waren dann Kabel in einem Computerschrank, die Netzwerkkabel, die da also überall quer und kreuz verlaufen, solche Sachen. Das sind die Bilder, die es so für Komplexität gibt. Und ich finde diese Art der Betrachtungsweise von Komplexität sehr schade. Vor allen Dingen, wenn man jetzt eben Komplexität mal anders sieht, nämlich Komplexität als das sieht, was es ist. Es sind lebendige Systeme, alive and kicking. Und wenn ich bei Google suche nach Leben, dann bekomme ich ganz andere Bilder. Und wenn ich mich beschäftige eben mit Narrativen von Komplexität, die dazu passen, die zur Lebendigkeit passen, würde ich nie auf die Idee kommen, zu sagen, wir müssen das Leben reduzieren. Wir müssen Leben steuern. Wir müssen das, was hier passiert, auf einer Party ganz genau durchplanen. Ja, doch, ich kenne so ein paar Typen, die sagen an der Stelle auch noch, natürlich muss eine Party durchgeplant sein. Aber was ist es dann für eine Party? Dann ist es vielleicht eine hochoffizielle Hochzeit, die minütlich durchgetaktet ist. Oder hier, wenn unser Herr Bundespräsident den neuen Kanzler einschwört, dann ist das sicherlich auch durchgetaktet. Aber eine geniale, lebendige Party ist das eben nicht. Und
Was ich euch mitgeben würde, das wäre so mein Wunsch an das Beta-Engelchen, an den Weihnachtsmann, an euch alle, dass wir einfach neue Narrative finden, bessere Narrative finden, die Komplexität viel besser beschreiben als das, was es ist, als die Freude des Lebens, dass wir mit Komplexität genauso umgehen wie mit Leben. Was bedeutet das? Wenn ich komplexe Herausforderungen habe, dann lasst uns das doch entsprechend oder lasst dem uns doch entsprechend begegnen mit Lebendigkeit. Das ist das Einzige, was da passend ist. Konkret, wir brauchen Ideen. Wir müssen spontan reagieren und mit tollen Ideen entsprechend aufwarten. Wenn wir jetzt Komplexität reduzieren würden und in Planung reingehen würden und in Steuerung reingehen würden, so wie das überall beschrieben wird, dann werden wir da nie zum Ziel kommen. Werde ich aber die Lebendigkeit an der Stelle nutzen und vielleicht sogar noch steigern, die soziale Dichte steigern, mehr Leute, mehr Diversität, mehr verschiedene Mindsets, verschiedene Hintergründe, mehr Menschen mit verschiedensten Werten reinbringen, dann bekomme ich genau das. Wenn ich dezentralisiere, dann noch kann ich lokal dort, wo sie nötig sind, die Entscheidungen treffen lassen, habe spontane Reaktionen auf die spontan auftretenden, diskontinuierlichen Veränderungen im System und habe durch die Diversität eine unglaubliche Innovation, die da drin ist. Hört auf, Komplexität reduzieren zu wollen. Hört auf, Analysen machen zu wollen. Packt einfach noch mehr Leben drauf. Es mag im ersten Moment kontraintuitiv sein, wenn man Planung und Steuerung und Management den ganzen Tag nur denkt. Aber es ist die einzige Lösung, um dort ein sinnvolles und ein im wahrsten Sinne des Wortes wertvolles Ergebnis zu erreichen. Findet Narrative, die das so beschreiben, die Komplexität als das beschreiben, was sie ist. Sie ist unser Glück, weil wenn wir uns das anschauen, ist es die Komplexität, die nichts mehr anderes zulässt, außer ein humanes und friedvolles und wertschöpfendes und freudespendendes Zusammenarbeiten. Komplexität duldet nichts anderes. Und deswegen ist Komplexität unser größtes Glück. Frohe Weihnachten. Vielen Dank, lieber Peter.